Off the record. Warte mal, das ist jetzt off the record, oder? Nein, nein. Record on, meine ich. So. Ja, it is recording. Okay. Podcast. Vielen Dank für Bitte. Deinen wichtigen Beitrag. Weißt du, was das für ein Satz ist von mir? Das hat in der Filmhochschule, haben das immer, dass ein Professor, immer wenn irgendein Studentenfilm, eine Übung oder ein fertiger Diplomfilm gezeigt wurde, hat er immer danach gesagt so, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Film. Hat er das ironisch gesagt? Nein, aber es ist auch, das ist eigentlich ein guter Satz für ein Jurymitglied, ne, wenn du halt niemandem was Böses willst mit deiner Aussage, weil ganz oft, mancher war es einfach ein Scheißfilm, weil kacke gespielt, beziehungsweise unsympathisch oder einfach Müll. Ne? Ja. Weißt du, wie schnell ein Film scheiße wird? Ey, da muss eine Sache, passt nicht, dann ist er einfach beschissen. Ne? Und der immer, vielen Dank für deinen wichtigen Beitrag. Ja, ja, wenn ihr mal sehen wollt, was ein Kackfilm ist, hier ist dafür ein wichtiger Beitrag. Ja, oder? Geil. Wow. Ich habe das Gefühl, ich habe dich ewig nicht gesehen. Ansonsten war es natürlich die Podcast-Ansage von einer Schallplatte, die gescratcht wurde. Genau, selbstverständlich. Es gab zur Schallplattenzeit noch keine Podken. Ja. Wie geht's dir, David? Wie waren deine... Moment! Mir fällt ja gerade ein. Wir brennen ja förmlich darauf, zu erfahren, wie deine erste... Karnevalssitzung in Düsseldorf war. Ja. Höre. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das erzählen kann. Ne? Und wenn jetzt, sagen wir mal, ich bin das hier am Bashen, theoretisch, ja. Dann, ob dann Folgeaufträge ausbleiben, aber das ist ja dein Wunsch. Nee, ob dann irgendwie in dem Vertrag stand, denn man darf sich irgendwie nicht negativ äußern. Was steht da nicht drin? Ne? Nein. Na gut, scheißegal. Das ist Meinungsfreiheit. Ja, es war... Wie soll ich sagen? En Detail. Richtig. Also du bist dahin. Richtig. Richtig. Beschissen. Juhu. Aber man muss dazu sagen, die Leute, die da waren, ne, die haben das verstanden. Weißt du, die haben verstanden, dass das irgendwie eine komische Situation ist für mich. Und hab draußen noch zwei getroffen, die haben halt auch irgendwie mich gelobt. Ne, aber es war für alle so. Erläutere mal die Umstände bitte, so wie das losging. Ich weiß noch, als die Anfrage kam, war der erste Satz, David, das ist keine Karnevalssitzung. Du okay. Meinst diese Karnevalssitzung in Düsseldorf? Ja. Ja, genau, die meinen wir. Ne? Und da, normalerweise müssen dann auch schon die Alarmglocken läuten und ja, ich habe dann auch noch einen anderen Termin deswegen abgesagt, oh, was weiß ich. Ne? Naja, auf jeden Fall, man muss dazu sagen, Karnevalssitzungen sind generell schwierig, weil die Leute halt quasseln, saufen und auch auf der Bühne relativ viel passiert. Ne? Da wird mal irgendwie im Hintergrund sind das Elvarat oder sonst was. Das ist ein bisschen schwierig, dass die Leute sich nur auf dich konzentrieren. Die Leute gehen rein und raus auf Toilette, keine Ahnung, das sind einfach Scheißumstände. So, deswegen scheißen die Leute auch zu mit Gage, weil einfach ein beschissener Auftritt ist. Oder weil die viel Eintritt nehmen. Also wenn ich jetzt eine Karnevalsveranstaltung mache, bist du auch nicht der Erste, an den ich da denke als Beitrag. Einfach von deiner Art und deinen Themen und so. Ja, ich fühle mich auch am wohlsten, wenn es einfach ein klassisches Theater ist. Dunkel, Ruhe und die Leute zuhören. Das ist halt auch dein Beruf. Ja. So. Naja, auf jeden Fall hieß es ja, es ist irgendwie keine Karnevalssitzung, sondern es ist was für Studenten, was ganz Tolles, Modernes oder was weiß ich. Ne? Und dann haben wir irgendwie dazu gesagt und dann habe ich so, wurde mir das irgendwie so gepitcht, ja, die Rhythmusgymnastik spielt am Ende. Und Rhythmusgymnastik ist irgendwie ein DJ-Duo aus Köln oder so, irgendeine Partyreihe, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Das ist ne? Mal so unfassbar schnell ausverkauft, ne? Ja, das ist halt, genau, das war ist da halt. Letztes Jahr 3000 Leute gehen da rein und das kriegst du auch nur über Connections irgendwelche Karten und also irgendwie total absurd. Genau, und das ist, da habe ich schon gedacht, da zieht auf jeden Fall dann, sind auf jeden Fall coole Leute. Ja. So, ne? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, für Studenten, guter Headliner, dann ist das schon okay, ne? Und je länger es gedauert hat, je näher dieser Event rückte, ne, desto mehr Details kamen ans Tageslicht, die irgendwie so waren, ey, irgendwie ist das komisch, ne? Hat irgendein Live-Typ, hat moderiert, ne?
Namen lasse ich mal weg. Und dann stolper ich so über den Flyer, ne? Oder über die Dispo, weiß ich jetzt nicht mehr. Und waren einfach an Acts, ich und Bands. Ja. Und da habe ich schon gedacht, wie soll das funktionieren, ja, Leute? Niemals. Weißt du eigentlich, wie beschissen das ist, wenn du nach einer Band auftrittst, die irgendwie die Leute zum Tanzen gebracht hat und zum Feiern, ach, und dann, so Leute, der Nächste, da müsst ihr euch wieder hinsetzen, runter von den Tischen und Schnauze halten. Da denkst du so, was, wir sind gerade warm. Weißt du, das ist einfach scheiße. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist ja gar nicht die Rhythmusgymnastik, sondern die Rhythmussportgruppe. Kein Scheiß. Großartig. Ja, weißt du, die Leute, die sich extra so genannt haben, damit genau das passiert. Ja, was steht auf dem Flyer? Kebekuss und Rhythmus irgendwas mit Sport. Haben sie deinen Vornamen weggelassen auf dem Flyer? Nee, das nicht, aber okay. Das, ja, also. Naja, und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe zu meiner Bookerin gesagt, egal wie das ausgeht, wir machen sowas nicht mehr. So, ne? Egal, ob auch wenn das geil wird, auf so eine Scheiße habe ich einfach keinen, ich habe einfach keinen Bock darauf, dass ich mich nicht auf einen Auftritt freuen kann. Ja, ja. Weil man, ja, ich kann das voll verstehen. So viele Unwägbarkeiten sind und so, ey, einfach keinen Bock. So, und dann habe ich aber irgendwann so eine gute Haltung über den Tag entwickelt, meinst du, weißt du was, komm, ist scheißegal. Außerdem habe ich ja gesagt, Viertelstunde. Ey, weißt du, wie oft ich schon eine Viertelstunde lang einen schlechten Auftritt hatte? Sau oft, weißt du, das kriege ich schon, das überlebe ich, ne? Und es ist ja immer so, dass du überlebst. Du musst ja nur, also, weißt du, selbst wenn es richtig scheiße wird, ist es auch irgendwann vorbei. Ne? So wie eine schlimme Ehe. Junge, ich kenne das. Mit der Ehe zum Glück nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, hatte ich dann so den Halt, komm, weißt du was, kackegal. Dann stand auch noch in der Dispo kein Soundcheck. Ne? Was irgendwie komisch. Aus Prinzip. Ja, was so, kein Soundcheck, das macht irgendwie. Ganz wichtig, Leute, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, kein Soundcheck, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Nee. Naja, und dann habe ich gesagt, hey, was soll das? Komm, ich gehe einfach, wenn ich vor Einlass da bin, kann ich einfach einen Soundcheck machen. Ne? Klar. So. Dann bin ich halt hin, war noch keiner da. Und dann, also Techniker und so waren da, aber keine Leute. Ne? Und dann meinte ich, ey, kann ich auch schnell einen Soundcheck machen? Ja, sicher, Jung, bla bla bla. Mega nett alles, geiler Sound. Ich, ey, cool, egal. Ne? So. Dann sollte ich auch am Anfang spielen. Dann habe ich auch gedacht, ey, cool, weißt du, da tanzen die Leute auch noch nicht, ne? Dann ist das auch irgendwie am Anfang, hörst du auch noch eher zu als eine Stunde später, wenn alle besoffen sind, weißt du, scheißegal, ne? Und dann, ja, war ich irgendwie da, ne? Soundcheck gemacht. Dann habe ich die Dispo gesehen und auf der Dispo stand irgendwie Auftrittszeit, Gebekuss, 19:30, Ende, 20 Uhr. Eine halbe Stunde war nicht ab. Und dann habe ich gesagt, ich spiele eine Viertelstunde maximal. Und dann hat der Veranstalter oder was gesagt, ja, stand nicht im Vertrag halbe Stunde? Nee, stand eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, aber klär das gerne, ruf Leute an und klär das. Nee, ist cool. Ich so, ist mir, du kannst, wenn du meinst, ich soll eine halbe Stunde, dann klär das doch bitte. Nee, ist okay. Ja gut, dann nicht. Ne? Ich spiele auf jeden Fall nicht länger. Eine halbe Minute. So. Und dann komme ich in den Backstage. Ach so, und auf der Dispo stand oben rechts, erstmal stand so eine Liste an, was passiert an dem Abend, ne? Ablauf. Aber Moderation stand da nicht drin. Da steht ja normalerweise, es ist Moderation, Act, Moderation, ja, Act. So, das war einfach nicht eingeplant. Ich liebe diese Geschichte ja jetzt schon. Und dann stand oben rechts, so von wegen Stand der Dinge, ne? Stand, Doppelpunkt. Irgendwie 19.11.2019. Also die haben quasi einen Monat lang das Ding nicht geupdatet. Wahrscheinlich hatten die noch keinen Moderator oder was. Egal, im Backstage war es so schweinekalt, das kannst du dir nicht vorstellen. Es hat gezogen wie, das heißt wie Sau so einfach, ne? Die Heizung ging auch nicht an, ne? Und dann gab es nichts zu trinken, es gab nur einen halben Kühlschrank Bier. Da meine ich so, ey, ich wäre vollkommen zufrieden gewesen. Können wir irgendwie ein Wasser haben oder so? Ah, gute Idee. Ne? Toll, ne? Da ist einer, der hat richtig tolle Ideen. Ja, wir können versuchen, das irgendwie aus dem Bier rauszukriegen, das Wasser, aber wir haben jetzt hier keins. Nee. Ich hole ein paar Reagenzgläser und ein bisschen Chemie, dass wir da trennen können. Sollen wir das Eis abtauen, was an der Decke ist, oder richtiges Wasser? Naja, und dann kam irgendwer dann wieder mit zwei Flaschen stilles Wasser und dann habe ich auch nur gedacht, also, hier sind nachher irgendwie, wir spielen heute fünf Bands,
Die sind irgendwie um die 20 Leute im Backstage. Was willst du mit diesen zwei Flaschen Wasser? Willst du mich verarschen? Nein, Alter? Denn hier sind 70 Strohhalme. Ja. Und dann habe ich selber noch Gläser geholt an der Theke und so. Komm, egal, ne? Auch mich mit dem Moderator gut verstanden und auch gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Ich mache das jetzt an die Hut. Ne? Und dann stand in der Disco, ja, David, du bist ja als Zweiter. Ich so, nein, ich bin eigentlich als Erster. Nein, du kommst nach der Band. Ich so, scheißegal. Ne? Mein Gott. Was ist denn das? Ja, und dann alle waren so, das ist aber so eine, ja, nee, egal, machen wir das Beste draus. Ne? Und dann war so Getuschel und dann meinte ich so, Moment mal, ich habe ja gesagt 1600 Leute, ne? Und da habe ich noch gedacht, ey, dann kann ich auch Werbung für mein Solo machen in Düsseldorf und so, ne? Wie viele Karten sind denn verkauft? Ich lasse mal die Zahl der verkauften Tickets weg. Ich sag mal, wie viele Leute da waren. Ja. 60. Nein! Nein! Ja, und ein Detail noch, und unbestuhlt. Die stehen, ne? 60 stehende Leute in einem 1600er Raum? Ja, da glaube ich, die sind irgendwie noch mal vorher. Himmel im Busch. Ja, die haben irgendwie noch mal den, also so wirkt es auf mich, dass sie noch mal den Raum gewechselt haben. Die sind irgendwie in einen kleineren Raum gegangen. Okay. Wir hätten niemals 1600 Leute reingepasst. Never ever. Vor allem, also, egal. Dann, Für wen lohnt sich diese Veranstaltung? Ja, dann habe ich dem Veranstalter gesagt, Junge, wenn nur 60 Leute kommen, dann müsst ihr die Scheiße da absagen. Ja, natürlich. Also allein wegen der Unkosten, die haben ja. Ja. Also jeden Act bezahlen, einen Live-Moderator bezahlen. Ey, das ist einfach eine Nullnummer und das wurde halt gepusht von so einem Bierhersteller. Ich hab das schon gesagt, irgendein Warsteiner Ding. Egal, ne? Und dann war es wahrscheinlich haben die Veranstalter. Nein, das ist anders. Falsch, Steiner. Wahrscheinlich haben die Veranstalter gesagt, ey, die zahlen das eh. Dann scheiß dann drauf, ob einer kommt, ne? Und dann meinte ich so, ey, warum sagt ihr das denn nicht ab? Und dann hieß es, ja, wir hatten einen Studentenexperten. So, was hast du studiert? Ich habe Studenten studiert. Ja, und dann meine ich so, egal was jetzt kommt, das ist schon ein Kacksatz, weißt du? Und der hat gesagt. Das ist wie Promi-Experte. Das ist einfach Quatsch. Ich weiß, dass der morgens frühstückt. Ja. Ich weiß, dass der adelig ist. Ja. Und dann hieß es, der Studentenexperte hat uns gesagt, Studenten kaufen immer sehr kurzfristig. Ah Gott, was für ein Blauäugiger. Der Megastar, den ich so liebe, kommt in die Stadt. Hier gibt's Tickets. Ich warte erstmal ein bisschen. Ich gehe lernen. Halt, ich bin Student, ich muss erst studieren. So. Naja, und dann. Oh Mann, ey, okay, ich habe mit echt vielem gerechnet, aber das ist ja wirklich unfassbar. Ja, also genau, dann war halt irgendwann, die Band fertig, ne? Moderator ist wieder auf die Bühne und danach sollte ich ja spielen, ne? Und dann bin ich schon so auf die Bühne so hinter einer Box gegangen, weil der Veranstalter auch stand und noch ein paar andere. Das war so verdeckt fürs Publikum, dann kannst du so neben der Bühne stehen halt, ne? Und da meint der Veranstalter so zu mir, willst du jetzt schon auftreten oder willst du noch warten, bis sie abgebaut haben? Bis wir 62 Leute haben. Ja, okay. Willst du jetzt auftreten oder warten, bis sie abgebaut haben? Und dann habe ich gesagt, ich trete nicht auf, während hinter mir abgebaut wird. Auf gar keinen Fall. Und das habe ich dem auch in einem. Das hattest du doch mal bei Böhmermann. Ja, bei Böhmermann hatte ich das, ne? Ich kenne das. Geht einfach nicht. Und dann meint er so, alles gar kein Problem, ne? Das ist immer die Haltung bei allen Problemen. Man sagt, Junge, machen wir, ne? Aber wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann kannst du so viel positive Haltung mir gegenüber haben, wie du willst. Das bringt dann nichts, nein. Ne? Ach, Mann, nein. So, und dann, also warten wir noch. Ja, kein Problem, Junge, ne? Und dann hat der Moderator mich schon so angesagt, er ist schon bereit, ne? Und der Veranstalter macht so Handzeichen zu dem, so Schmerz. Macht so, ey, warte noch zum Moderator, ne? Und der Moderator war so, er hat Lust, er steht da schon. Sie kennen ihn alle. Weißt du, der kam aus seiner Anmoderation nicht mehr raus und dann so, ja, hier ist er. Und ich so, gib Davolin Kebekus. Und dann habe ich irgendeinen Köln-Düsseldorf-Witz gemacht, kam auch gut an und dann habe ich irgendwas anderes gemacht. Still. Und dann habe ich auch schon gesagt, krass. Moment, ganz kurz, es waren 60 Leute ungefähr da, ja? Erstmal war vor mir eine
Fläche an keinen Leuten. Junge, da habe ich ein Foto gemacht. Junge, das war mein Oktoberfest Holthausen. Da habe ich ein Foto gemacht. Da ist einfach die Tanzfläche ist einfach leer und so einzelne Leute stehen da rum. Ne? Und ich weiß noch ganz genau, ich bin auf die Bühne gegangen und dann habe ich als erstes gesagt, ich warte jetzt erstmal, bis sie abgebaut haben. Ja, geil. Und dann haben die so ein bisschen abgebaut. Dann habe ich zum Lichtmann gesagt, sag mal, kannst du mal irgendwie das Licht ausmachen? Da war ein Saal, das Saallicht war an, als hätten die da putzen müssen, weißt du? Das war überhaupt keine Partystimmung, das war einfach hell. Ich mach das mal aus. Und dann habe ich gesagt, mehr aus, mehr. Außer. Ja, außer, noch mehr aus. Außer. Und dann, ja, kam mir auch so ein bisschen doof vor, natürlich, ne? Und dann meinte ich so, sag mal, habt ihr alle Angst hier? Kommt da mal einen Schritt nach vorne, ne? Und dann waren so vier Mädels, die waren so als Aliens verkleidet, waren so, die haben sich so gefreut, so, ja, wir kommen nach vorne. Ich so, ah, dankeschön, ne? Und dann habe ich irgendwie einen Witz gemacht und war schon einfach nichts passiert, ne? Und dann habe ich einfach mit den Mädels gequasselt, ne? Meinst du, hier, wer seid ihr? Was ist das für ein Outfit? Ey. Nur so eine Scheiße, ne? Du Armer. Und dann meinte ich so, ey, ihr wollt doch bestimmt einen Typ, ne? Und dann ich so, ey, du mit dem Bananenkostüm. Wer so ein Kostüm hat, der ist auf der Suche. Und dann meinte ich so, hast du eine Freundin? Nein. Ja, wusste ich. Komm her, ne? Und dann habe ich den so zu den Mädels gepackt. Bist du eine Banane oder ein sehr kranker Pimmel? Und dann wusste ich auch nicht mehr weiter. Dann habe ich dem irgendwann gesagt, hier, dein Kumpel, wer mit einer Banane auf eine Party geht, der ist wahrscheinlich auch auf der Suche. Ja, und dann habe ich mich irgendwie da durchgewuselt. Am Ende habe ich doch noch irgendwas wie eine Nummer gemacht. Aber es war einfach, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute während meinem Auftritt über die Bühne gelaufen sind. Nein, echt? Ja, und dann habe ich, und das habe ich auch angesprochen. Ich habe gesagt, sag mal, ihr könnt doch nicht einfach während meiner Show hier rumlaufen. Und dann ist mir noch mein vibrierender Timer aus der Tasche gefallen. Oh, mein Tamagotchi. Ich hatte mir halt vorgenommen, ich will auf gar keinen Fall länger, also ich muss auf der Bühne das sein. Das ist original das Ding, was ich in Holthausen hatte, ne? Das ist genauso diese Leute auf der Bühne, stille, besoffen vor der Bühne, keiner. Ja, und dann meine ich so, könnt ihr mal aufhören, über meine Bühne zu laufen? Und dann so, der hat nur deine Uhr aufgehoben. Egal, nicht über meine Bühne laufen. Ich kann die selber aufheben. Danke. Ja, kein Problem. Machen wir. Und dann habe ich halt. Machen wir nicht mehr. Kein Problem. Ja, für dich machen wir das. Für dich machen wir das nicht mehr. Kein Problem. Und dann, warte mal. Dann habe ich halt irgendwann nochmal auf die Uhr geguckt, ne, als ich die irgendwie aufgehoben habe oder da weggenommen habe. Und dann stand die halt bei 0-0. Und dann habe ich jetzt so gedacht, heißt das jetzt, die Zeit ist rum und so. Ich sage, ey, keine Ahnung. Und dann habe ich ja irgendwas gemacht und bin dann von der Bühne gegangen. Und mein letzter Satz war, das war sowas wie ein Witz. Tschüss. Und dann hast du noch zum Veranstalter einen Satz gesagt. Den hattest du mir als einzigen Spoiler, damit ich ahne, in welche Richtung es geht. Ja, der ist mir dann hinterhergegangen. Und meinte, ja, hast das Beste draus gemacht. Und ich so, willst du jetzt, dass ich was dazu sage? Und dann meinte er, ja, sag ruhig. Dann habe ich gesagt, das war eine 6. Ja. Also das war wie eine, also, ey, das ist auch vielleicht zu hart, ne? Ich meine, die haben ja versucht, das war das erste Mal, dass sie so eine Veranstaltung gemacht haben. Und ich habe ihm auch gesagt, ey, wenn du noch mal irgendeine Veranstaltung planst und du weißt einfach nicht, was Künstler brauchen, dann ruf mich an. Ich helfe dir da gerne. Weißt du, ich komme auf gar keinen Fall, aber ich sag dir, was du brauchst und wer da vielleicht funktioniert. Aber ey, wieso sich die Leute das auch einfach so schwer machen? Ich verstehe das nicht. Ja. Und dann habe ich noch bei den Astronautinnen-Mädels, die waren so nett, und habe ich gesagt, ey, ich geb einen aus, ne? Hier, ihr kriegt jetzt Freibier, ne? Wer will Freibier? Ich, du auch, ne? Und dann kam irgendwann so irgendein Kellner mit so kleinen Altbiergläsern, ne? Und so Altbier. Und dann meinte ich so, hey, was ist das denn? Und du hast doch gesagt, Freibier. Sag ich, das ist eine Warsteiner Veranstaltung. Ihr bringt ja Altbier? Wie dumm seid ihr, ey? Gut, egal, ne? Geil, ja, schön. Das gefällt mir. Das war, Junge, das wird eine schöne Folge, weil wir haben ja, ich hatte ja auch Auftritte. Ey, Junge, ich hab dir gesagt. Ich muss auch noch eins der Sachen sagen. Bitte. Und zwar irgendwann, als ich auf der Bühne war, auch richtig laut, habe ich gehört, im Nebenraum, habe ich so gesehen, war so die blauen Funken irgendwas, weißt du, die sind da hast du gesehen, da war eine Tür offen, da sind die da durchmarschiert, dann war ich später noch in der Story von denen, blaue Funken irgendwas, ne. Weißt du, ich will das nicht, dass die eine Story mit mir machen. Ja. Also ich irgendwie, weißt du, es ist nicht meine Welt einfach, ne. Ja. Und
dann bin ich dann direkt abgedampft, ne? Und dann habe ich so gesehen, draußen waren so schwarze Vans und Limousinen mit so einer Fahne am Auto, als wäre der Präsident aus der König von Zamunda da gerade angefahren, ne? Und ich glaube, das sind diese Prinzen, Funken, wichtigen ja, Leute so ein Limo-Service da. Ey, die, oder was? Nee, die haben, ey, das war wie, als wäre der Präsident da. Die haben ja auch alle Asche, ne? Das ist ja. Irgendwie ist das, ich kenne mich nicht aus, aber es ist, ey, das ist irgendwie zu viel. Die bunte Mafia. Das ist für mich das Gegenteil von Karneval, ist einfach so mit einer Limousine irgendwo hinkommen. In meiner Welt kommen die mit so einem Karnevalswagen vorgefahren. Geil, ey. Ach, super. Ah, und jetzt noch als vielleicht Abrundung. Ich habe eine, immer wenn ich irgendwo in der Presse bin, kriege ich von Google Alert, kriege ich so eine Nachricht. Ne? Und es gibt eine Kritik dazu. Ja, okay. Ich dachte, willst du vielleicht nachher mal lesen, nach der Pause? Das mache ich. Ja, ich habe die mir nicht angeguckt. Ich habe nur einen Teil so überflogen in dieser kurzen Anzeige. Ich habe schon gedacht, lese ich lieber nicht. Jo. Fantastisch. Ich hatte auch ein paar Mixshows gespielt in jüngster Zeit. Und unter anderem. Darf ich raten? Alle überragend. Nein. Vielen Dank. Nee. Für deinen wichtigen Beitrag. Nee, wir hatten unter anderem in Berlin gespielt und so. Das war wirklich saugut. Das hat mega Spaß gemacht. Und dann waren wir in einer anderen Stadt. Und die da ich war, nicht nennen will. Okay, freut mich. Nee, und es war, also da waren auch so die Umstände so ein bisschen schwierig. Der Saal war relativ dunkel, da wo das Publikum saß, aber so außenrum, das war wie so ein großer Raum einfach. Warte, wie viele Plätze? Da waren Neonröhren an, da waren, ich schätze mal so 120 oder so. Also klein. Klein, kleine Bühne, alles klein, aber irgendwie cool gemacht. Das war in so ein Büroraum großer, der, so ein Verwaltungsgebäude war das, wo das war. Klingt furchtbar. Und ja, aber es war gut gemacht. Also es war schön aufgebaut eigentlich und aber, da waren auch Lichter an und das war auch unser Backstage-Bereich. Das heißt, jeder Comedian, der nicht gespielt hat, war in Neonröhrenbeleuchtung neben dem Publikum. Und mein das Gott. Ist ein krasser Faktor, weil das haben wir dann gemerkt. Ich habe moderiert an dem Abend und habe die so ein bisschen angeheizt am Anfang, so, dass die irgendwelche Sätze rufen sollen, wenn ich mal auf die Bühne so ein Spöks mit denen gemacht. Und die haben sich alle verweigert. Wirklich mit Arme verschränken. Ne, sag ich nicht. Mach ich nicht. I love it. Ich so, okay, alles klar. Und dann, also irgendwie war das so, weil man hatte so den Vergleich von einem Tag davor. Müsstest da war so das die aus dem Backstage holen, die deine Kollegen. So, könnt ihr mal was reinrufen? Ja, wie ist dein WLAN-Empfang, wenn du vor dem Router stehst? Naja, und dann war das irgendwie so ein bisschen, also so ganz komische Stimmung. Und im Nachhinein oder in der Pause haben wir dann so überlegt, so, was war das? Irgendwie sind die alle so gehemmt und das liegt einfach daran, das Publikum fühlt sich einfach unwohl, wenn es gesehen wird. Also die wollen es auch dunkel haben. Sie fühlten sich von den anderen Künstlern beobachtet, weil die so präsent daneben in voller Beleuchtung standen unter diesen Neon. Also irgendwie war das. Es gibt einfach einen Grund, warum ein Theater so ist, wie es ist. Genau. Ja. Warum ist die Toilette nicht auf der Bühne ohne Tür? Ja, weil das ist nichts. Also die Show lenkt ab. Ja, pass auf, die erste Hälfte lief dann auch ganz gut, dann habe ich aber den Abschluss habe ich richtig verkackt. Da hatte ein Comedian hatte auch irgendwie so einen Song gesungen über Pippi, eine Comedienne hat irgendwas über AA machen erzählt und so und dann und du so I'm home. Ja. Und dann habe ich, weil der auch so von der Statistik irgendwie mit kranken Männern irgendwas erzählt hat, und dann dachte ich so, das mache ich als Ausgang in die Pause, dachte ich, ey, ich habe aber Statistik gelesen, das stimmt auch tatsächlich. Da stand drin, jeder zweite Mann hat Kacke im Bart. Und dann, und alle so, aha. Und ich so, ja. Und ich denke so, ja, wahrscheinlich denken jetzt die meisten Männer, ja gut, Frauen, dann putzt euch besser ab. Silence in the room. Ich dachte, das wäre ganz lustig. In Berlin war es sehr lustig. Da nicht. Dann sind wir in die Pause gegangen, haben das analysiert. Was ist da los gewesen, außer diesem Idiotenbartspruch, den ich mir hätte sparen können. Mhm. Und dann haben wir Lichter ausgemacht und einfach so alles so hergerichtet, wie das sein sollte. In der Pause. Ja, und in der zweiten Hälfte, die war einfach bombastisch. Die war einfach mega gut. Die Stimmung war super. Die Leute hatten. Habt ihr dann in der Pause Ansagen gemacht? Ey, Lichtmann, Buff, ey, Stuhltyp, ja, weg. Alles, genau. Ey, verschränkte Arme, Mann, mach wieder auseinander. Raus hier. Ja, das ist so, ja, so, war, so wichtig. Ja, mega wichtig. Und auch so leicht, das haben wir auch schon mal besprochen. Ja. Ne? Ja.
Es ist so leicht. So, dann hatte ich auch einen anderen Auftritt gehabt, mit zwei Kollegen auch, und Junge, da war schon, das fing schon an, ich kam im Hotel an, das war der längste Check-in, den ich je hatte. 20 Minuten hat mein Check-in gedauert. Nur das Bogen ausfüllen. Ja, es war, ich kam mit einem Kollegen da an und irgendwie waren die Zimmer nicht. Schönstes Kindheitserlebnis. Ja. Irgendwie waren die eintragen. Zimmer nicht registriert. Wo ich auch mal denke, wie kann das passieren? Die Veranstaltung steht ja seit einem Dreivierteljahr. Das Hotel ist gebucht, warum ist das jetzt nicht da drin? Jedenfalls haben die da gesucht und gemacht. Und dann haben wir gesagt, weil ich war mit dem Kollegen da, so, wir sind beide über den gleichen Veranstalter, bla bla bla. Und er füllte da irgendwas aus. Und das dauerte schon 10 Minuten bei dem anderen. Ich wollte meinen Schlüssel nehmen und dann fing der das Gleiche nochmal mit mir an. Und ich hab doch gesagt, wir sind, das ist das Gleiche, das ist nur ein anderer, okay. So nochmal egal. Herzlich willkommen im Hotel Trottelhausen. Ja, genau. Hier so. Ist eine bisschen, Karte. Ja. schauen Sie, kommen Sie bitte, ich zeig Sie mal, wie man das aufmacht. Was? Junge, das ist mein Lieblingsmoment, ne? Diese Kartennummer, ich muss das mal posten. Das war für die Hörer, die später hinzugestiegen sind, eine alte Geschichte, wo mir jemand erklärt hat, wie eine Schlüsselkarte funktioniert. Brillant. So mit mich an die Hand nehmen. Hier, schauen Sie, genau, jetzt, ja, genau. Ja, ich, so. Mach das nochmal, ich poste das nochmal. Auf jeden Fall war dann die Show, großer Saal, ausverkauft, 600 Leute, Riesenbühne, Soundcheck-Time, so. Es wurde pro Nase eine halbe Stunde Soundcheck. Let's make new friends. Ja, also es war so, vom Timing war es schon krass, weil also jeder hatte eine halbe Stunde Soundcheck-Zeit. It's a little long für Wortbeitrag, aber okay. Der Auftritt selber ist nicht so lang. Ja. Oder? Doch, pass auf, das kommt ja auch noch. Also das war auch, die Soundcheck-Zeit fing um 16 Uhr an, um 20 Uhr war die Veranstaltung. Es war zum Glück fußläufig zum Hotel, deswegen habe ich gedacht, gut, ist mir egal, ich bin dann da, ich gehe wieder zurück ins Hotel, wie auch immer. Auf jeden das Fall, war aber nicht diese Reihe, das war irgendwas. Das war was anderes, genau. Ja. Und dann war ich dann da und habe meinen klassischen Einspieler, von dem wir schon öfter erzählt haben. So, ich komme dahin. Warte mal, Solo oder Mixshow? Mixshow. Ja, okay, also so, dein Soundteppich. Genau. Ja, ich so, hast du den Soundcheck bekommen, Tonmann? Ja, habe ich, alles klar. Ich so, fahr mal ab. Ich so, oh. Hast du zwei Tracks bekommen? Ja. Ich so, den ersten kannst du löschen, brauchen wir heute nicht. Jo. Weil das ist deine Intro-Musik genau. Für Solo. Gibt, ja, und es gibt einen, ein, der zweite Track ist für eine Nummer, meine Abschlussnummer, meine klassische, nenne ich sie jetzt mal. Und dann haben wir das gemacht. Ich so, ja, dat und dat. Ich sag, ich erwähne in der Nummer, sage ich ganz klar, darf ich dafür bitte ein bisschen Musik haben? Das ist der geheime Satz. Darf ich dafür bitte die Musik haben, die der Techniker löschen sollte? Dankeschön. So, was auch. Du ahnst nicht, was du da gesagt hast. Natürlich ahne ich, was ich da gesagt habe. Und dann, so, dann haben wir das alles, also es ist im Soundtrack alles schiefgegangen, was schiefging, also falscher Track, viel zu laut. Über einen Monitor, ich so, brauche ich nicht, egal. So, so ja, das hat dann sage ich irgendwann, ja. Dankeschön, Stadt, wo ich gerade bin, dann kannst du den einfach runterziehen. So, dann war der zweite, jeder Künstler, wir waren drei Künstler, hatte 45 Minuten Auftrittszeit. Das ist, wenn man rechnen kann, bei zwei Künstlern bist du bei 1,5 Stunden, kommt eine halbe Stunde Pause mindestens bei 600 Leuten dazu. Ende. Moderation. Moderation. Das war immer nur so ein bisschen Zwischengeschwafel, ne, von einem der. Dritter Act. Das ist einfach zu lang. Das ist einfach. Und wir haben das dann noch angesprochen und dann hieß es, ja, ja, wir wollen den Leuten ja auch was bieten. Aha. Ja, macht man auch, wenn jeder eine halbe Stunde spielt. Wir das stehen für Quantität. Ja. Oh Gott, ja, und dann, aber, ja, die, ja, wir machen das immer so. Und da habe ich auch gesagt, gut, ist auch, wir können das auch machen, aber es wird einfach lang. Ich war auch, außerdem was mir, könnte, hätte es egal sein können, ich war Opener, aber als Erster gespielt und dachte so, schwierig wird es halt für den Letzten. So, da werden die Leute müde sein, irgendwie wollen die dann auch nach Hause. Es war ja auch mitten in der Woche. Und dann habe ich gespielt, hat sehr, sehr gut funktioniert. Sehr, sehr lustiger Abend, hat mich, ich habe mich sau wohl gefühlt, es war irgendwie alles super, Sound war super. Und dann kam meine Abschlussnummer, ich so, blablabla. Darf ich dafür ein bisschen Musik haben? Nein, stopp. Darf ich dafür ein bisschen Musik haben? Nichts. Und alle so, das ist der geheime Satz. So, geheime Satz. Lass so, ihn erstmal wirken. Ich so, Darf ich dafür ein bisschen Musik haben? Kurz wieder nix. Dann falscher Track. Track, von dem ich gesagt habe, bitte löschen. Ich so, nein, falsch.
Und dann kam viel zu laut der andere. Ich habe die Nummer gemacht, Dankeschön. Musik lief so lange weiter, bis der nächste Künstler auf der Bühne war. Es ist saugeil, weil es ist ja jeder Fall ist ja eingetreten schon beim Soundcheck. Und ich dachte, indem ich erwähne, dass das falsch ist, wäre das dann ausgemerzt. Das ist halt, stell mir da immer so einen Techniker vor, der dann irgendwie so 80 Jahre alt ist, so eine Aschenbecher, glasdicke Brille auf der Nase hat und so erstmal vor so einem riesen Mischpult steht und so. Herr Honecker, haben Sie das verstanden? Nein, aber ja, also ich muss sagen, es war wirklich, die waren super herzlich, ne, und total nett und haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe mich aber wirklich gefragt, ich dachte so, ey, wie kann das passieren, dass das Leute, das ist der Grund, warum der Jan die Stadt verschwiegen hat, weil sie sehr nett waren. Nein. Nein, es war ja auch nur, es ist ja kein Weltuntergang gewesen, wie bei dir. Nee, es war ja alles gut. Ein bezahlter Weltuntergang. Man fragt sich ja trotzdem so, warum? Und dann meinte der Techniker irgendwann so, der war halt auch neben der Bühne, war nicht im Saal, sondern neben der Bühne. Er meinte, ja, ich hab dich nicht gut verstanden, aber ich habe mir jetzt hier eine Monitorbox hingestellt. Ich so, ja, jetzt ist es aber zu spät. Die braucht er jetzt gar nicht mehr. Das hast du in halbe Stunde Soundcheck nicht rausgefunden, dass du nichts hörst. Ja, das war. Okay, Tonmann. Und dann war eine ähnliche Situation wie bei dir. Der dritte Künstler, das war auch wirklich, es ging lang, wie gesagt. Und der hat es dann auch wirklich ein bisschen schwer, weil er auch mit ziemlich hartem Tobak um sich schmeißt. Und irgendwie merktest du, die Leute sind einfach durch. Und der war aber auch sehr geil, der war sehr gelassen. So, das war so ein bisschen wie bei dir, als du eben meintest, so, ja, willst du schon mal auf die Bühne oder nee, ich warte jetzt einfach, bis das abgebaut ist und dann gehe ich auf die Bühne. Und er hat halt auch so seine Sachen, die er auf der Bühne haben wollte, ich weiß nicht, was das war, irgendwie. Ein Hocker. Ja, irgendwie das. Und da war aber noch was von dem anderen Künstler, der hat auch so ein bisschen Zauberei gemacht, da standen halt noch so Sachen. Mhm. Und dann wurde angesagt, hier ist. Und er machte einfach nichts, er trank von seinem Bier und guckte mich so an, ich so. Do you want to talk to the people in the audience? Und er so, Und er so, nee, dann kam auch der Tonmann, guckte so, der hat deinen Namen gesagt. Der hat deinen Namen gesagt. Der so, ja, aber ich fange erst an, wenn mein Arbeitsplatz fertig ist. Und überragend. Es war überragend. Ich habe gesagt, so Junge, das ist das Beste der Welt, das ist ja geil. Die Eier hätte ich, glaube ich, nicht. So, und dann war da so, ne, steht da schon alles? Nee, Stativ fehlt noch. Und es war einfach, die Bühne war einfach leer und es war einfach ein stiller Saal. Also es war im Grunde, hat für den Typ, so wie er ist, die Show schon angefangen. Ne? Das war einfach. Die Zeit läuft schon, Leute. Ja, das passt vor allem zu dem. Also es war irgendwie geil. Ich fand das total geil. Ja, ich finde es auch geil. Es war einfach irgendwie so, ja, nee, wir haben doch gesagt, ich will ein Mikro da mit dem Stativ, Barhocker, Glas Wasser. Dievenvorbild. Ja, wirklich. Also es war wirklich, und dann war, also alle stand, ist er rausgegangen. Und dann. Und er ist abgekackt. Ja. Danke, das war's von mir. So richtig abgekackt schwer. Nicht, aber es war einfach schon. Naja, aber ja, das waren so die Geschichten, die ich dazu beitragen kann. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wow, was für eine Folge. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Das ist egal dafür, dass man das nicht live hört und dann die Uhrzeit wissen will. Oh. Ey, weißt du, was gerade Thema in unserer Welt ist? Weißt du, ich habe schon einige Nachrichten bekommen, dass Leute mir geschrieben haben, dass sie jetzt genau die gleiche Werbung kriegen, die ich auch kriege, wo ich gesagt habe, ich erwähne extra nicht, wie die Scheiße heißt. Jetzt kriegen alle diese Kackwerbung. Das ist krass, oder? Ja, ich habe damit, also, jetzt müssen wir das leider, also ich sag's den Namen mal weg, aber das ist ein scheiß Schneidebrett, Leute. Die Entwicklung ist durch. Das kann man nicht verbessern. Das ist ein Stück Holz, wo du ein Messer drauf rumdrückst. Die wurde mir gestern wieder vorgeschlagen. Ich habe dir ja sofort einen Screenshot geschickt. Wahrscheinlich ist das schon der Fehler. Ja, und dieses Brett, ja, was einfach beschissen ist und man nicht kaufen muss. So, das hat einfach so Ausziehdrahtdinger. So, wo du ein Eimerchen reinhängst. Wo du ein Eimerchen reinhängst und dann das Schnibbelgemüs quasi von dem Brett da reinschieben kannst. Und ich sag mal so, ist jetzt schon 2030 oder was? Ja, ist das unglaublich toll oder was? Das ist einfach nur ein Scheißbrett. Ja. So, und ich habe mir das jetzt eine 3 Nanosekunden nochmal angeguckt, ja. Und weiß jetzt, warum das scheiße ist. So. Erstmal sind da so Spezialbecher dabei, so Spezialeimer mit Deckel, ja, die
wo kein anderer Deckel drauf passt. Das ist so eine individuelle Kacke, ja, das brauchst du auch nicht. Jeder hat irgendwelche Boxen. Dann, wenn du diese Drahtdinger aus dem Holz ziehst, wo du die Eimer reinsteckst, ja, da ist dann der Sift drin von dem Geschnibbel in den Löchern. Das ist alles scheiße. Das kannst du ja nicht gut sauber machen. Dann sind da irgendwelche Haken, wo du noch was einhängst. Ich denk so, ey, das ist ein Schnibbelbrett. Ja. Das, was ein Schnibbelbrett können muss, das kann ein Schreibtisch, das kann ein Teppichboden irgendwie. Das ist einfach eine, ey, so, und deren großes, der unique selling point von dem Scheißbrett ist, dass du das Gemüse geschnibbelt, da einfach über die Kante in den Eimer schieben kannst. Und deswegen hat das Brett keinen Fettrand. Ja, deswegen hat das keine Kuhle, wo das Fett reinlaufen kann, damit du das schön in den Eimer schieben kannst. So, und jetzt geht die Werbung weiter. Wenn du mal was Flüssiges schneiden willst, wie eine Tomate oder so, ne, dann musst du eine Gummiunterlage auf das Brett legen, damit der Sift nicht abläuft. Dazu gibt es dieses praktische Absauggerät. Das Ding ist einfach nur Kacke, Leute. Ich weiß. Und so, und man kauft das nicht. Das ist die Anti-Werbung. Ich hab's noch nie benutzt, aber ich weiß, es ist scheiße. Ja. Weißt du auch, es hat ja einen Namen, den wir beide wissen. Warum heißt das so? Na gut, ich kann mir jetzt nicht überreden, sonst weiß man den Namen. Ja, sagen einfach einen anderen Namen. Es ist das Gummersbacher Brett. Genau. Ja. So, und ein Kumpel von mir, so ein mein Web-Typ, der meine Webseite macht, der hat gesagt, dass irgendwie alle Apps hören irgendwie mit oder viele Apps, ne? Und man müsste jetzt eigentlich die Technik hört auch viel besser als man selber, weißt du? Deswegen könnte man eigentlich in so irgendwelchen Frequenzen was während unserem Podcast die ganze Zeit im Hintergrund reinpacken, ja? Damit dann die Hör-Apps irgendwas anderes denken, weißt du? Ja. Irgendwie so Lottoscheine, Gratis-Urlaub, weißt du? Das wäre geil. Stimmt. Geil. Ja. Mir fiel gerade noch eine Anekdote nachträglich zu diesem Auftritt ein, von dem ich zuletzt erzählt habe. Da war ein Künstler, da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, natürlich Backstage in der Pause. Irgendwie so, was manchmal so schief läuft einfach. Und der hat einfach, ich habe so gelacht, ey. Der hat. Pass auf, der macht so ein bisschen Zaubergedöns, habe ich ja gesagt. Und so ein bisschen Clown-mäßig, weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat der so eine Nummer, nenne ich es mal, wo er sich so ein Kondom über den Kopf zieht und über die Nase und dann mit der Nase das Ding aufpustet, bis das platzt. Ich weiß, ist Teil einer Nummer. Ja. Und dann meinte er, er hatte halt in seinem Solo oder so, ist dann irgendwie, kommt danach irgendwann so ein Black oder was, wahrscheinlich nach dem Knall, keine Ahnung. Und dann hatte er das gemacht und er meinte, letztes Mal hat er das Kondom ausgepackt, Black. Da hat der Techniker einfach das Licht ausgemacht. Weil ach so. Er dachte, ich dachte, Farbe des Kondoms. Black. Black nennt man das, wenn quasi alles sofort auf Knopfdruck ausgeht in diesem Laden. Licht. Ja, das wissen unsere Hörer. Das, ja, ich erkläre es trotzdem. Und ey, da habe ich gedacht, Junge, was dachte der Techniker denn, was da passiert jetzt? Wie kann man denken, dass das jetzt der richtige Moment ist? Du holst was raus. Ta-ta-ta-ta, ein Kondom, Leute, aus. Ich habe so gelacht, ey, dass der. Warte mal, das war, als du da warst? Nein, das hat er mir dann erzählt. Das war das so Schrägste, was er hatte. Und ich dachte so, ja, ey. Also, so einfach nur zum Thema, was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Ja. Patz, Licht aus. Holst irgendwas hervor, präsentierst das und du fasst das Licht aus. Ich finde das gut. Alter, das müssen wir in unserer Live-Show auch mal einbauen. Irgendwie so, ey Jan, ich habe irgendwie das krasseste Bild der Welt mitgebracht. Hier, guck mal hier, Black. Ja, stimmt. Sollen wir noch eine Pause machen? Wir machen ein Päuschen und dann lese ich mal deine Kritik. Junge. Juhu, also, willkommen zurück aus der Pause. Ich sage diesen Satz zum zweiten Mal, denn wir haben schon viele Minuten für euch gerade nach der Pause aufgenommen und uns nett unterhalten und dabei festgestellt, dass mein Mikrofon nicht aktiviert war. Aber es war trotzdem ein nettes Gespräch. Das war teilweise meine Schuld. Ey, man muss auch diesen Button nochmal drücken. Ja, das ist die kaputte Folge.
Und wir lassen euch jetzt diesen Clip trotzdem hören. Viel Spaß. Und ihr müsst richtig laut machen, wenn ihr mich auch hören wollt. Ja, oder man muss nur auf einer Seite, ey, keine Ahnung. Ihr müsst euch einfach konzentrieren. Es geht los. From the break. Was für ein schöner Break. Ich war vor ein paar Tagen, war ich irgendwie in Köln bei irgendeinem veganen Thai oder vegetarischen Thai-Typ. Und daneben ist so ein Teeladen, ne? Und da stand draußen irgendwie so. Da stand da draußen irgendwie Tee-Tasting, 60 verschiedene Teesorten oder so, ne? Und ich so, interessant, ne? Und ich bin eigentlich ein Tee-Fan, ne? Und ein Kumpel von mir hatte mir auch erklärt, so, ja, bei manchen Teen muss man irgendwie bestimmte Wassertemperatur und dann ist irgendwie so eine Zeremonie. Ja. Was? Ja, nee. Hä? Ach, den Tee schreibt man mit Doppel, ich dachte mit TH, aber ist ja Quatsch. Egal. Ja, dann. Und dann bin ich in diesen Laden gegangen und meinte, ey, kann ich hier auch, weil da wurden so Porzellandinger verkauft und so, ne, und halt Tee. Und ich kann hier auch einfach einen Tee trinken und mich hier hinsetzen, weil es sah eher aus wie ein Laden. Dann meinte, ja, kannst du machen, ja. Unter einer Polizei, Doris. Unter einer Bedingung, der Tee ist umsonst. Und ich so, hä? Trottel. Ja, nehme ich ein. Und dann wollte er mir halt so ein bisschen was zeigen und dann soll ich mal probieren, ne? Und dann war das so ein Typ, der hat Chinesisch studiert, ne? Es gab nur chinesische Tees, ne? Und der konnte das auch alles mega gut aussprechen. Er hat dir ja das erzählt, dass er Chinesisch studiert hat. Ja, wir haben ein bisschen gequasselt. Ich war irgendwie eine halbe Stunde da. Und da haben wir irgendwie ein paar Tee getrunken, immer so aus so kleinen Bechern. Ich mag auch diese Zeremonie halt, ne? Dass du so richtige Blätter in so ein Ding tust. Kochendes, echtes kochendes Wasser drauf, ne? Da musst du irgendwie eine Minute warten, das irgendwie abkippen und dann kannst du das irgendwie, je nach Tee, bis zu 8-mal aufgießen, ne? Und dann ist das, er meinte so, setzt sich manchmal mit so einer, mit seinem Kocher auf den Balkon und trinkt dann eine Stunde lang 8-mal das Ding, ne? Und ist, ich mag das irgendwie, ne? Das war mit Lianenextrakt. Nehme ich noch ins Nirgendwo. 100 Gramm, bitte. Und und dann, du hast die Dschungelscheiße zu lange ziehen lassen, du Idiot. Und dann hat er so erzählt, ne, ja, das ist hier so und so ein Tee und der hat so ein bisschen hefigen Geschmack, ne? Ich so, oh, da probiere ich gerne, ne? Und dann hat er mir den gemacht, haben wir den getrunken und dann so, ja, ich erkenne die Hefe, ist richtig interessant, okay, cool, ne? Und dann hat er mir so ein bisschen erklärt und wusstest du, dass grüner Tee und schwarzer Tee das exakt gleiche Blatt ist? Wow, nee. Ja, der schwarze Tee ist einfach nur länger oxidiert, deswegen ist er schwarz. Das ist die gleiche Scheißpflanze. Ist nicht beides belebend auch? Ey, weiß nicht. Ja. Ja, ich glaube, grüner Tee bis zu einer bestimmten Ziehzeit ist egal, ne? Auf jeden Fall. Und fast alles ist von dieser Scheiß-Teepflanze. Geil, ne? Dann habe ich so ein bisschen halt gelernt, der hat mir diese Geschmacksrichtung gezeigt und ich habe das immer getrunken und ich so, ey, ist irgendwie sehr interessant, der Geschmack, ne? So. Dann hatte ich aber das Problem, dass ich ja eigentlich mich ins Café setzen wollte und um an so einem Text zu arbeiten, ne? Ich wollte eigentlich nicht quasseln, ich wollte eigentlich nur einen Tee trinken und was dabei machen, ne? Und dann bin ich da raus, hatte auch irgendeinen Tee habe ich mitgenommen, ne? Sonst ist das ja auch ein bisschen assi. Und dann bin ich halt in irgendein Café gegangen auf der Aachener Straße und habe dann da halt auch einen Tee bestellt. Habe ich hier einmal das Kännchen, irgendwie Zitronengras, Ingwer. Ne? Und das war so ein Beutel, musste ich selber aus dem Papier holen und reinhängen. Ne? Dann habe ich den ziehen. Dann habe ich den so ziehen lassen. Ne? Kannst auch ewig ziehen lassen, scheißegal, hab mein Zeug da gemacht. Ne? Und dann habe ich nach irgendwie 10 Minuten erstmal den umgeschüttet, ne, in eine Tasse und dann habe ich den getrunken und so gedacht, irgendwie, der ist unglaublich. Mega intensiver, so, ey, der ist der Überschitt einfach. Und dann habe ich so gedacht, krass, ja, wahrscheinlich ist in diesen Beuteln halt irgendwie sowas wie ein Geschmacksverstärker oder Zuckerscheiße. Irgendwas ist da drin, weißt du? Die teure China-Nummer ist so interessant, aber der war unglaublich. Wussten Sie, dass die Tat in Beuteln wächst? Zitronentee-Granulat nur Zucker ist. Das wächst ohne die Büroklammer. Nee, was ist das? Eine Tacker. Der ist immer getackert. Büroklammer. Junge, ich habe. Und ich habe das hier in meinen Notizen aufgeschrieben, ne? Und ich habe das gerade nochmal gelesen und ich habe nicht. Ich wollte schreiben, guten Tee getestet, dann schäbigen, der war unglaublich. So habe ich mir das aufschreiben wollen.
Hab aber aufgeschrieben, guten Teen getestet. Dann schäbigen war unglaublich. Ich lese dann eben so, ey, was ist das? Hey Leute, richtig guten Teen getestet. Ich beschissene 16-Jährige weggenudelt. Also, ich muss so tizen, die rotze ich halt hin. Ja, ich liebe das. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe eine Crime-Doku empfohlen bekommen, die ich mir dann angeguckt habe. Vielleicht hast du sie auch gesehen. Don't fuck with the cats. Das klingt mega lame. Mhm. Da geht's. Meowt to hell. Das ist, ich möchte nicht detailliert erzählen, weil sie wirklich sehr krank und verstörend ist, die Doku. Also ich muss da so ein bisschen vorskippen, weil ich mir Teile nicht angucken konnte. Um so ein Freak im Internet, der bei YouTube Videos hochgeladen hat, wie der Katzen foltert und tötet. Ey, das war so eine schöne Folge. Aber darum geht's, oder was? Es geht darum, dass der das gemacht hat und wie wir alle wissen, sind Katzenvideos die meistgeklickten Videos im Internet. Und so hat sich dann eine Gruppierung zusammen, also ein Forum, die den Typen gejagt haben. Die Polizei hat gesagt, ja, können wir nichts machen. Und die haben halt so, also wirklich en Detail, so geguckt, wenn da irgendein Foto, so, die haben so immer jedes Video von dem als Fotos, also jedes einzelne Bild quasi analysiert und jeden scheiß fucking Hinweis irgendwie genutzt. Wo der ist, Hansa. Wo der ist. Wer das ist, Alter, und die haben den nachher gekriegt. Und der ist nachher da rumgeritten, in der ganzen Welt war der im Grunde unterwegs irgendwie. Der war, hat immer auch so Hinweise hinterlassen und war immer so ein bisschen so catch me if you can mäßig. Der hat mitgekriegt, dass sie den suchen. War, ja, genau. Und es war super, also es ist wirklich, ah. Don't spoil, no spoil. No spoil, ja, nee. Und sie suchen den. Ist das Netflix oder was? Ja, pass auf, und die Polizei, und das, also es ist echt krass, weil dann so irgendwann rauskommt, so okay, Katzen sind die erste Stufe und irgendwann wird der auch ein Kater töten. Ja. Ja, der Typ ist auf jeden Fall verrückt. Ja, ja, pass auf, und das mit dem Menschen ist dann auch passiert. Oh, ey, so eine tolle Folge, ne? Ja. Und jetzt das. Ja, ich wollte mit dir über Real Crime Dokus zum Abschluss sprechen. Und darum geht die Doku, oder? Da geht die Doku rum und das ist wirklich, bei Netflix gibt sie, also kann ich euch absolut nicht empfehlen, zu gucken. Shoutout an den Katzenmann. Und du hast jetzt gedacht, ich dachte, du hast es gesehen. Alter. Wir haben nicht aufgenommen. Deine Spur ist nicht da. Na. Junge, so. Richtig verkackt. Technische Scheiße. Weißt du, wir regen uns über Techniker auf. Ja, ey. Jetzt ist es endlich so, vielleicht als würde ja der Jan nicht hier sein. Ist das nicht schön? Ja. Hat euch das vielleicht besser gefallen sogar? Ja. Weißt du was? Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ich war beim Bäcker. Und im Bäcker, das war auch kein besonderer Bäcker. Weißt du, das war so ein Billo-Bäcker. Ganz normaler rothaariger Tennisspieler. Ja. auch hier in der Südstadt, ne? Und man hört ja auch so, es gibt ja so Bäckereiketten, da hört man immer, das ist irgendwie scheiße. Also, Bäcken. Ja. Und ey, das war, als ich bei dir zum Frühstücken kam, da habe ich vorher in der Bäckerei was gekauft. Ja. Und da wusste ich nicht, ist das Jod oder keine Ahnung, keine traditionelle, eh scheißegal. Und dann war da so eine, so ein nerviger Typ am Stehtisch und hat da seinen Kaffee getrunken und er hatte so ein bisschen isselige Sachen an und hat halt einen erzählt. Ja? Und mit der Bäckereifrau. Und dann ist mir wieder eingefallen, ey, wenn du einen Laden hast, ne, wo du was verkaufst, ne, oder so, die sich die Leute da hinsetzen, dann gibt es halt so ein paar Loner, die fangen da an zu blubbern, weißt du? Und dann musst du als Ladenmensch dann mit dem labern, weißt ja, du? Wie so ein, ja, wie in der Kneipe. Wie in der Kneipe. Und dann ist das so, und der kommt jeden Tag. Weißt du, und der zahlt ja quasi Geld dafür, dass du dem zuhören musst, ne? Ich habe mir den Kaffee bezahlt jetzt. Och, ich habe zu Hause bla und bla. Und denkst du, boah, er hat dein Maul. Weißt du, ich glaube, das ist furchtbar, wenn du so dein eigenes Business aufziehst, ne? Und dann kommt immer der eine Nervtyp, der seine Scheiße erzählt. Aber bei uns war es mal andersrum. In dem Ort, wo ich herkam, da war immer so ein Hähnchenwagen, der samstags kam.
Und er hat immer gesagt, wenn man da hingegangen ist, um was zu holen, ich hab heute keine Hähnchen. Während sich hinter ihm 400 Hähnchen drehten. Oh, dann kaufe ich nicht die 10, die ich kaufen will. Und dann die Klappe runter. Ciao. Und wie hat er seine Pointe erklärt? Gar nicht. Er so, dann hätte ich gern zwei halbe oder ein ganzes. Ach, das ist der Gag. Das war kein Gag, ja. Das war so, ich hab heute nichts. Das ist wie ein Eisladenbesitzer. Heute ist das Eis leider leer. Und du siehst aber, dass es nicht so ist. Das war der Witz, weißt du? Das war richtig durchdacht. Deswegen hat das auf der Bühne nicht geklappt. Ja. Und dann zu dem Hähnchen, ne? Ja. Ach so. Weißt du, was ich auch mag? Wenn so Leute in ihren, sagen wir mal, ihren Gemütszustand aussprechen, Anstrengung, ja, aber dann so eine Art Verb benutzen, weißt du? Die ja. Leute, meinst du? Die Leute schleppen, tragen zum Beispiel irgendeine, beim Umzug tragen sie irgendwas ja. irgendwo hin und sagen dann sowas wie Schlepp, Keuch, Hust. Ja, ja. Also. Stimmt. Das war also Chatsprache war das doch früher, oder? Frechgrins. Frechgrins sag, aber nur frech guck. Frechgrins. Geh kack. Oh, nee, hat nicht geklappt. Pause gehabt. Ich hab Lüg. Sag. Einfach immer, wenn man irgendwas sagt, ich, sag. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Lüg. Einfach so sag. Einfach so sag, nicht gemeint hab. Sagen, man guckt weird, aber normal guck. Guck. Was völlig anderes gemeint hab, trotzdem nicht richtig gestellt hab. Guck. Guck. Ey, als ich mir die Notiz aufgeschrieben habe, habe ich einfach nur gedacht, ja, die führt zu nix. Ich finde, die führt zu einer neuen Kategorie. Zwinker. Chatsprachen Guckart. Ja. Ich höre gerade ein Hörbuch, das erste Mal, dass ich ein Hörbuch wirklich höre mit Handy. Eine kurze Geschichte der Menschheit, also heißt das irgendwie Welterfolg von irgendwem, irgendwie Israel. Ne? Ja. Welterfolg ich weiß von jetzt nicht. Irgendwem. Irgendein Trottel. Welterfolgstrottel. Und arrogant Guck. Und der erzählt halt, wie das halt war mit den, wie das losgegangen ist mit den Menschenaffen und so, ne? Und hat halt gesagt, so vor der Embryonalforschung oder so heißt das, ne? Vor ein paar diversen Jahren. Weiß jetzt nicht genau, du wie lange. Du hast dich nicht damit beschäftigt. Ja, nicht genau, aber es sind ein paar hundert Jahre. 100 Jahre? Ey, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, bevor diese Embryoforschung, bevor es das gab. Wo man wusste, dass es Embryos gibt. Irgendwann. Ja. Da war es halt so, da ist irgendwie in einer Gruppe von Menschen kam ein Kind auf die Welt, ne? Und dann war so, von wem ist das? Ja, wissen wir nicht. Woher auch? Weißt du? Ja. Also klar, wenn die Mutter weiß es vielleicht, ja. Ne? Aber früher, vor dieser Forschung, ist schon ein bisschen was her, da haben die Menschen gedacht, dass es total gut ist, mit mehreren Männern, dass die Frauen mit mehreren Männern in die Kiste gehen, damit die von jedem das Beste kriegen. Mhm. Also die Jagdqualität von dem, ja. Dass die Reitskills, die Kochskills von dem, ja. Ne? Und vor allem in der Schwangerschaft war es früher sehr wichtig, dass du mit vielen verschiedenen Männern ins Bett gehst. Wobei es damals vielleicht auch nicht wirklich ein Bett gab, aber ja. Ins Stroh. In die Höhle. Im Strohbums. Ja, das ist krass, ne? Ja. Das hey, das war ein danke für diesen wichtigen Beitrag. Biologischen, genau, ich wollte nachhaltigen die Folge, Beitrag. Die Folge wollte ich eigentlich irgendwie die wichtige Folge nennen. Die wichtige kaputte Folge. Die wichtige halt. Folge und dann vielleicht in diesem Zitat, diesem Subtitle dann irgendwie mit kaputt ein bisschen oder ja. So. Mit ein bisschen kaputt. Das ist doch gut. Hör mal, ist das ein Ende? Hör mal, das war doch fantastico. Hör mal, Jan. Sag doch mal ein paar Städte, wo deine Ticketverkäufe so richtig richtig laufen. Ich, ja genau, ein bisschen Werbung am Schluss. Ich guck mal, wann ich wo bin. Leute, ich bin im Osten. Leipzig, Erfurt, Fulda. Ist das nicht Osten, oder? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist einfach in meinem Kalender danach. Ja.
Wo bist du? Ja, Dresden, Leipzig, Dresden, ich bin, Erfurt. Ja, da bin ich auch überall, aber das ist im März, glaube ich. Ich bin am 29. nach wie vor in Osnabrück, 29.01. Und dann bin ich im Norden, am 6. bin ich in Kiel, am 7. bin ich in Lübeck und am 8.02. bin ich in Lüneburg. Also, ihr lieben Nordis, wenn ihr Bock habt auf mich, dann ja, kommt vorbei. Ich bin auch überall, vor allem im Osten. Ja. Leute, im Osten, da bin ich auch. Gut. Gut, David. Das war, was es war. Absolut. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Adios. Adios. Schöne Woche. Tschüss. Bis dann.